Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Herzlich willkommen zum Flug 343149. Bitte schnallen Sie sich sofort an, der Flugzeug geht. Dankeschön und viel Erfolg beim Flug. Vielen Erfolg. Dankeschön. Ja, wir spielen heute Z. Warum spielen wir Z? Weil ihr in den Kommentaren gesagt habt, ich soll Z spielen. Das ist the one reason behind. Das ist ganz auf dem verfluchten Account. Das heißt, ihr könnt so wenig erwarten wie möglich. Erwartet das Wenigste und macht das meiste draus. Ja, wir spielen gegen Annie, Dark Harvest Annie. Ich würde sagen, sollte maximal möglich sein. Allerdings, was das Problem ist in diesem Game, es wird maximal was Schweres werden. Wir haben eine Kayle, wir haben Lulu, allein die beiden werden turbo-ekelhaft werden. Und wir haben noch einen Kayn, der hoffentlich auf Shadow geht. Das ist, glaube ich, gut für uns. Einen Darken Kayn kann man sehr, sehr schwierig töten. Ja, wir spielen The Unseen Blade is the deadliest. Wir werden ein Jutsu des austreibenden Geistes verwenden. Wir werden die verbotene Forbidden Hidden Techniques benutzen. The deadliest Technik ist verbieten. So, gut. Das heißt, wir gucken, was wir machen. Ich war am überlegen, ob wir irgendwie so Lidl-Set spielen oder sowas, weil Lidl lohnt sich ja meistens. Hier, nimm das. Zack. Oh, schade. Ja, Annie, ja, müssen wir mal sehen. Annie ist massivst unterschätzter Champion, muss man sagen. Ist sehr einfach zu spielen, macht turbo viel Damage, hat aber sehr wenig Range. Und das ist der Hauptkritikpunkt an Annie einfach. Sie hat wenig Range. Ist aber ein cooler Champion. Ich glaube, ich muss Annie... Also, sie ist halt sehr einfach und sehr effektiv. Flash Ultimate, hast einen sahnigen Kill. Ne? Das Ding ist, sie läuft aber immer sehr krass auf mich zu. Und dadurch kann ich sie immer wieder pauken. Kriege dann allerdings die Minions eventuell nicht. Das ist so ein kleiner Kritikpunkt. Aber gucken wir mal. Ja, hat sie Rüstung dabei? Sie hat Rüstung tatsächlich dabei. Sie hat auch Dark Harvest. Dark Harvest ist in der Lane keine gute Rune. Hier seht ihr. Oh, schade, dass mich das dann getroffen hat. Aber sie läuft immer rein. Und die Qs, wenn kein Gegner dabei ist in der Nähe, macht immer schön so saftig nicht Damage. Zack. Also, Dark Harvest. Ja, ich meine, ich habe schon beide Pots raus. Aber würde ich niemandem empfehlen. Weil ihr einfach nur eine Rune habt, wenn der Gegner low ist. Okay, das hat nicht getroffen. Sehr gut. Aber das hier wird treffen. Naja, zumindest ein paar Minions. Na gut. Wir müssen auch noch ein bisschen warm werden. Wir machen das schon. Wird schon alles klappen. First Blood hier auf der Botlane mit Kallis. Das sieht man auch nicht allzu häufig. Wir können natürlich im Zweifel, das ist die Stärke an Set, einfach hinten stehen und farmen. Ne? Das ist ziemlich cool. Vielleicht sollten wir aus Discord rausgehen. Das nervt immer ziemlich crazy. Ja, sollten wir tun. Machen wir mal. So, sehr gut. Weil manchmal verstellt sich mein Sound bei Discord. Das ist nicht so geil. Hier nochmal ein paar Blades. Vielleicht geht sie nochmal rein. Na, immer nochmal. Zack. Komm, gib. Ah, schade. Ich habe jetzt mal Ultimate Hunter mitgenommen, weil die andere Rune, der, hier, wie heißt der nochmal, dieser Schnelllaufen Hunter, der wurde ja genervt. So, wir können jetzt was machen. Das heißt, ne, die grundsätzliche Poke-Combo, klar, man kann mal Qs machen, aber was schön klappt, ist immer W, E und auf das geslaute Ziel eine schöne Q, zack, Zeta, knallt rein. Sie hat sich leider geschildet, das ist ein bisschen doof, das heißt, sie kriegt weniger Schaden. War trotzdem netter Damage. Die Frage hier ist halt immer, macht man WE und dann instant die Q? Ne? Rein theoretisch macht das Sinn, weil ja das Ziel geslowt ist um 20%, was jetzt nicht Turbo ist, aber natürlich hilft. Ich mach's meistens so, dass ich so mache und dann warte. Und bis ich treffe. So ungefähr. Ja, reicht ja, wenn eine Q trifft. Aber hat so beides seine Vorteile, hat beides seine Nachteile. Muss man gucken, muss man machen. Ne? Aber ich würde sagen, wir können sie fast einsammeln. Sie hat wenig Mana. Wir sollten natürlich gucken. Kayn ist jetzt nicht so krass im Early Game. Aber sie sollte keinen Stun ready haben. Wenn sie ihn jetzt benutzt, könnten wir hier einen Dill machen. Dill Taker Set bin ich nämlich. Können natürlich auch wieder ein bisschen pauken. Zack, seht ihr? Das ist nett. Komm schon. Ah, ich wollte. Hätte ich gemacht. Na gut, aber sie ist immer noch da. Aber ich will nicht gestunt werden unterm Turm. Und wir haben gerade keine W. Aber sie will diese Minions haben. Will sie. Will sie haben. Vielleicht benutzt sie. Wir müssen. Vielleicht benutzt sie ihre Qs, wäre nett. Renn. Nice. Es war knapp, es war kalkuliert. Ich war da im Mathe-Mann. Ja, schön. Schön. Oh, was, das sind die schönen Dachse. Man hört sie wieder. Sie sind paarungsbereit. Sehr gut. Gut, wir kaufen uns natürlich Damage, weil nur wenn man Damage hat, knallt es auch richtig. Wir sind ein insaner Spieler, wir wollen auf dem Account climben. Mache ich keinen Hehl draus. Sag ich einfach so. Deswegen kaufen wir ein Control Ward. Pots haben wir. Perfekter Back, würde ich sagen. Man hätte hier natürlich auch noch ein Schwert mehr kaufen können, ne? Und es war Turbo Greedy, muss man dazu sagen. Also Kayn hätte da jederzeit natürlich kommen können. Aber Kayn ist generell einfach ein Jungler, der meistens einfach jungelt und nicht gankt. Wobei man sagen muss, dass gute Kayns tatsächlich ganken.
Aber, naja, was ist schon gut? Wir leben in einer Ist-Gesellschaft. Die Frage ist, ich würde natürlich sehr gerne engagen. Allerdings glaube ich, dass der Damage noch nicht reicht. Aber jetzt könnten wir vielleicht. Passt auf. Guten Tag! Oh shit, sie ist Level 6 geworden. Ich habe noch eine Q. Oh, unten hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht, war aber knapp. Und sie hat geflasht. Ist, würde ich sagen, nicht verkehrt. Hätte man vielleicht... Naja, hätte. War schon gut. Ich meine, sie hat halt Full Life, ne? So viel Damage haben wir noch nicht. Und sie muss jetzt shoppen. Wir schicken sie also wieder nach Hause. Können ein kleines CS-Lead aufbauen. Können vielleicht auch Botlane roamen. Können vielleicht den Tower ein bisschen platten machen. Ne, machen wir hier ein paar Auto-Tags drauf mit Lidl, Lethal Tempo, Attack, Fatality. Ne, machen wir auch hier ganz netten Damage. Machen hier noch ein bisschen. Benutzt aber nicht unsere W, das ist zu gefährlich. Ne, wenn jetzt ein Gank kommt vorbei und der Ganker ist oben. Das heißt, wir können sogar die W benutzen. Kane ist oben. Machen so, so, so und so. Gib. Danke. Können noch mal ein bisschen. Ne, okay, wir sind raus. Das Ding ist, ich bin ein Always-Shopper. Ich bin der Kategorie Always-Shopper, bedeutet, ich shoppe Always. Always Ultra. Oh, naja. Das bedeutet, wir gehen jetzt direkt wieder back, kaufen, nutzen die 900 Gold, die wir haben. Man könnte natürlich da auch in der Lane bleiben, was viele machen. Aber jetzt habe ich einfach mal wieder 20 AD mehr, habe meine Pots wieder, habe Full Life. Und bis ich da bin, verliere ich wahrscheinlich kaum was. Gibt Leute, die bleiben natürlich mehr auf der Lane. Aber muss jeder für sich entscheiden. Wir haben jetzt auch wieder Ignite, sie ist turbo-rüstungsmäßig. Das, was ich gerade übrigens gemacht habe, den Engage, mache ich sehr, sehr gerne. Das heißt, poke den Gegner. Wartet ganz lange, gibt dem Gegner das Gefühl, dass ihr nicht wieder reingeht. Und jetzt zum Beispiel, also wenn wir genug Damage haben, springt ihr drauf. Weil der Gegner geht, kommt immer wieder. Der kommt einfach. Ne? Die denken, okay, hey, er hat seine Combo benutzt, das, da wird schon gehen. Und dann kommt er wieder, zack, engage. Wenn's reicht. Ne? Komm her. Bam! Zack, aha, schade, war knapp. Gut, das Ding ist, Armguard ist halt schon ein sehr starkes Item, muss man einfach sagen. Keine Energie. Ah, ah. Okay, sie hat Ultimate. Ich glaube, wir haben ein gewaltiges Problem, weil... Nee, geht. War okay. Hat sie natürlich gut gemacht, weil ich gerade meine W benutzt habe. Also, ja. Man merkt aber auch einfach, dass Dark Harvest ihr schadet, würde ich sagen. Na, sie hat jetzt gerade mal einen Dark Harvest Proc gehabt. Das ist der zweite. Ist jetzt nicht insane. Scheiße. Ich glaube, ich mach mal. Jetzt habe ich zweimal die Q nicht getroffen. Ich glaube, wir machen jetzt mal wieder Instant Slow Q. Machen wir so. So, Drache geht an uns, das ist sehr gut. Ich glaube, wir könnten auch roam. Ich meine, sie ist halt tanky. Sie hat Armguard und ihr dämliches Schild. Es kann sein, dass sie hier im Busch ist. Ist sie nicht. Es kann sein, dass sie da im Busch ist. Ist sie nicht. Sie hat Stun ready. Ah, Arde. Aber hier noch eine Q. Noch eine Q getroffen. Wir könnten natürlich jetzt zum Beispiel engagen. Sie hat keine Ultimate mehr. Ich glaube, wir machen, das müsste reichen. Wir machen noch eine Q drauf. Zack, eine Q. Okay, war keine Q. Jetzt warten wir unsere W. Dann muss... Muss das schon klappen, oder? Muss schon klappen. Wir machen einfach eine Triple Q. Eine schöne, saftige Triple Q. Ah, aber ist okay. Ist okay. Later! Sagadö, eine schöne, saftige, schön saftig-knaftig, wie ich auch sage. Saftig-knaftig. Und jetzt schießt die Kanone auf mich. Kane könnte kommen, man muss auch manchmal wie ein Mann spielen. Also, beziehungsweise, oder sagen wir wie ein Held, wie eine Heldin. Ne? Wir wollen ja hier, ne? Keine Energie. Okay, wie, was machen wir? Wir sind, müssen smart sein. Sie hat sein E gerade benutzt. Okay, fertig. Schön. War einfach. Gut. Guti. Wie viel haben wir für Draktari Blade? Haben wir fertig. Schön. Mal aufpassen, dass er nicht kommt. Sieht cool aus. Schön. Wir kaufen auch jetzt mal den Radarkappen-Analysator, der auch nicht schlecht ist. Zum Analysieren von Radarkappen. Jetzt können wir natürlich ein bisschen roam, ne? Weil man muss sagen, sie ist schon schwer zu töten. Und jetzt bringt sie halt auch nicht mehr viel Geld. Das Einzige, was wir machen könnten, ist sie halt behind setzen. Sie ist aber schon dadurch, dass sie einfach Armguard baut, sehr behind. Botlane sieht auch Gucci aus. Toplane ist halt, naja, sie kann halt meine Ultimate ulten und sie hat Ninja-Darbys. Ich würde sagen, dennoch ist Toplane eine sehr gute Lane oder halt Botlane, aber Botlane gewinnt halt auch so schon. Dennoch wollen wir auch, dass Botlane nicht verliert. Ne? Wenn ich jetzt Toplane gehe, kann sein, dass Annie Botlane geht und dann verliert die Botlane vielleicht. Ne? Wollen wir nicht. Ich würde einfach gucken, da oben ist gerade Accent Aigu, deswegen gehen wir schnell nach oben. Ich bin der Schnellblitz. Ich bin unterwegs. Komme. Naja, der Kane hat wenig AP. Kane ist im Early Game sehr weich. Wir haben leider keine Ultimate, aber... Kale ist... Beide sind about to die. Guten Tag! Zack! Ne? Da bin ich da. Habe sekuriert. Ich bin nämlich auch Securitas. Nimm hier ein paar Minions.
Weil, naja, die Steuern, Leute, Gangs bezahlen sich nicht von selbst. Hier, einen kann er halten. Ne, sowas muss finanziert werden. Kranplätze müssen finanziert verdichtet werden. Ich würde ja... Doch, ich helfe ihm. Ich hasse es als Jungler, wenn man immer alleine gelassen wird. Ich hasse es. Immer muss man alleine diese Scheiße machen. Ich setze den ersten Schritt. Übrigens, Leute. Ich habe ein Turnier gemacht. Am Wochenende. War cool. War ein 1-1-Turnier. War nur ein sehr kleines Testturnier. Hat mir sehr gut gefallen. Werde ich wahrscheinlich öfter machen. Das heißt, wenn ihr geil seid. Und das seid ihr. Dann könnt ihr euch, ja, wenn, ich werde das irgendwie auf YouTube noch mal announcen, dann, wenn ein neues kommt. Ja, auch, es ist völlig egal, welche Elo ihr habt, ne? Wenn ihr sagt, ja, ich bin nicht so gut, ist egal, es macht bestimmt Spaß, damit zu machen. Ne? Es macht Spaß. Es macht Spaß. Und, ja, ich werde es announcen. Es gab auch einen Preis, also halt einen Skin-Preis. Ein 1350er-Skin und, ne? Warum nicht? Es spricht nichts dagegen. So, was dagegen spricht, ist, dass wir jetzt Botlane laufen. Da spricht auch eigentlich gar nichts gegen. Ich bin unterwegs. Coming for Christmas. Welcome, welcome, welcome. Guten Tag. Guten Abend. Heute. Shodui. Handonai Kurwai Hato. Gut, schön. Ja, müssen wir über mein letztes Video noch reden? Weiß ich nicht, ob wir darüber reden müssen. Ich habe noch einen Kommentar drunter geschrieben. Natürlich gab es einige Menschen, die gesagt haben, dass sie es nicht so toll fanden, dass ich den Titel so genannt habe. Ich kann das absolut nachvollziehen und ich werde es nicht normal machen. Also ich kann es nachvollziehen und beziehungsweise verstehen, aber ich finde es persönlich selber nicht so schlimm. Weil, ja, also es geht ja um mich, ne? Ich bezeichne mich ja selber als dies. Würde ich jetzt andere Menschen als zum Beispiel autistisch bezeichnen, würde ich sagen, boah, dieser Kane, voll der Autist. Das ist doof. Sowas sollte man nicht machen. Ne? Aber wenn man... Ich habe es ja zu mir gesagt. Und ich finde, das habe ich auch in den Kommentar geschrieben. Naja, also es wurde zwar noch nie wissenschaftlich bewiesen, aber vielleicht bin ich ja auch ein bisschen gestört. Ich meine, so wie ich mich verhalte, muss da ja was Wahres dran sein. So zumindest ist es schon zwei Menschen in Guatemala 1910 passiert. Also Wahrheit oder Bericht? Naja, also, ich meine, außerdem gibt es diese Diskussion auch immer, die hatte ich auch schon mal mit, zum Beispiel behindert. Ne? Ich finde, wenn man jetzt das Wort, also es ist natürlich kein schönes Wort und ich benutze das Wort auch generell nicht. Das merkt ihr ja, glaube ich. Ne? Aber trotzdem, wenn man jetzt sagt, zu jemandem, du bist behindert. Klar ist das ein Angriff gegen alle, die behindert sind vielleicht, also körperlich oder geistig oder was weiß ich. Aber Behinderte wollen ja eigentlich genauso behandelt werden wie wir auch. Das ist ja immer das Streben dieser Menschen. Sie sind anders, aber wollen eigentlich wie wir sein. Ne? Und ich finde, wenn wir dann sie anders behandeln, ich meine, da gibt es natürlich auch welche, die sind sensibler und welche nicht, ne? Muss man berücksichtigen. Aber wenn wir sie dann anders behandeln, dann ist es ja genau das, was sie nicht wollen, oder nicht? Sie wollen ja genauso behandelt werden. Und, aber das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das die richtige Diskussion für so ein Video hier ist. Ich wollte das nur mal in den Raum werfen, da mich jetzt wahrscheinlich vielleicht einige sagen, boah, Tobi, du bist voll doof oder so. Ja, ich bin öfters auch bestimmt doof, klar. Aber, gerne bin ich natürlich auch gespannt, was eure Meinung so sagt. Sie ist leider weg, der Käsekaiser, den werden wir wohl nicht mehr kriegen. Ah, dann farmen wir ein bisschen die Botline ab. Ja. Jeder hat da natürlich auch seine eigene Meinung. Genauso hatten wir diese Meinung auf meinem Kanal sehr oft. Und zwar ist auf meinem Twitch-Kanal verboten, zum Beispiel das Wort schwul. Nicht weil, und dann gab es immer auf die Diskussion, ja, aber, ne, wollen wir das nicht auch reinbringen und so. Und mein Argument war einfach, dass dieses Wort halt immer negativ benutzt wird. Und ich meine, ist mein Kanal. Ha! Swap! Swap! In meinem Kanal nicht. Ich habe sehr lange gewartet, bis das Exhaust vorbei ist und ich die Q so sicher treffen kann. Ob es mein Kanal, also mein Twitch-Kanal voranbringt. Ja, war dann. Aber man kann da überall diskutieren und nicht diskutieren und machen und nicht machen und. Ja, was soll man sagen? Ne? Da gibt es wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es auch ein richtig und ein falsch gibt. Aber gut. Gut, reden wir damit. Das Wort zum Sonntag, zum Montag, zum Dienstag, zum wann auch immer ihr das Video guckt. Ich werde gleich zum Sport fahren, habe ich mega Bock drauf. Gibt es noch irgendwas Cooles zum Sagen?
Ich hoffe, dass Mittwoch mein Handy wieder da ist. Dann werde ich wieder Insta-Sachen machen. Ihr könnt außerdem, wenn ihr mega Bock habt oder Bock seid, auch auf meinem Discord-Kanal vorbeischauen. Da würde ich mich freuen, da werde ich auch sagen, wenn ich ein Turnier mache, auf Discord und Twitter natürlich. Aber vor allem auf Discord, ne? Das heißt, wenn ihr sagt, yo, habe ich Bock drauf, so ein One-on-One-Turnier, ne? Vielleicht auch mit einem Kumpel oder so. Ich denke, es wird demnächst auch ein 2-on-2-Turnier mal geben. Das hat sehr, sehr Bock gemacht. Ne? Schaut bei meinem Discord vorbei, ist, glaube ich, unten drunter verlinkt. Ich denke mal einfach. Ich denke mal einfach, dass dies der Fall ist. Und deswegen machen wir jetzt so, ha, 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 und ich bin tot. Ja, okay, ich gebe zu, es war dumm. Aber wie lange hält bitte es dann? Scaled der oder so? Ja, heilig, aber... Ja, okay, das war... Ja, ich weiß, es war dumm. Es war dumm. Gut, habe ich das Jungs sonst immer auf 2 oder auf 1? Ich glaube auf 2, oder? Ich weiß es nicht genau. Gut, ich glaube, so ein... Was brauchen wir denn gegen Annie? Eine QSS wäre gut gegen sie, aber gegen die anderen jetzt nicht. Ja, ich glaube, Edge of Smite oder ein Black Cleaver wäre ganz nett. Das Control Ward. Ich werde stellen, Leute. Ich werde... Ich stehe für meinen Namen damit, dass wir stellen werden, ja? Black Cleaver jetzt oder Edge of Smite? Naja, Rüstung haben die jetzt nicht so viel. Ich glaube, wir bauen in ein Edge of Smite of Night. Wir werden jetzt erstmal das Control Ward stellen. So war ich Tobi Dini Ledor scheiße. Ja, wenn ihr noch andere Champions vermischt, wo ihr sagt, ja, Tobi, hätte ich mal wieder Bock zu sehen, haut das in die Kommentare, weil ich ringe aktuell jedes Game, wo ich sage, ja, was spiele ich, was spiele ich, was spiele ich, ne? Also, ich glaube, ich werde das demnächst so machen, dass ich das random einfach mache. Ich mache irgendwie, drück random. Und dann kommt irgendein Champion und dann werde ich da irgendwo spielen vielleicht. So, Jaina Midlane wäre mal was oder so, ne? Da ist es ja mein Dill. So, da kommt Annie und ich habe noch einen Dill mit ihr offen. Allerdings habe ich keine W gerade. Die Frage ist... Ne, gesehen hat sie mich nicht. Ich glaube, ja, ich wollte gerade sagen, sie ist wahrscheinlich unten lang. Kane ist leider 0.000, aber machen wir ihn 0.1.000. Okay. Vielleicht kommt ja jemand. Wir können uns einfach hier verstecken. Guten Abend! Hä, wo ist er? Oh lol, er ist da unten. Nein, oh. Okay. Okay, ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. Wie konnte das passieren? Aber, nee, ja, noch habt ihr nicht gewonnen. Guten Abend! Du hast noch nicht gewonnen. Das ist mein Vogel! So, okay, Botlane. Oh nice, der Käsekaiser. Ein Stückchen Käse auf dem Bot. Käse, ich finde Käse, Leute, lasst uns über Käse reden. Käse ist lecker, ein Stück. Kommt natürlich immer auf den Käse, aber mehr als ein Käse ist nicht gut, Leute. So, wir machen jetzt Damage auf Lulu, dann wird sie sich ult... Leute, tut sie nicht. Okay, dann hätte ich gedacht, sie ultet sie sich und dann hätte ich den Käsekaiser angegriffen. Ha! 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 Autotech! E! Bläh! Ne? Schön, schön, schön und schön. Das ist richtig, richtig schön. Gut, machen wir eine Q. Ich bin gespannt, wie viel Elo ich bekomme. Ich glaube, langsam geht nämlich meinem R ein bisschen runter. Aber wir werden es sehen, Leute. So, wir gehen mal im Shoppen. Oh, ich muss das Control noch stellen. So war ich Tobi Dini der Große, der Größte heiße. Nicht der Große, der Größte. So, da ist es. Bam. Ich glaube, dieses Control hier ist sehr gut. Weil da laufen die Gegner immer hier so lang, aber die machen es nicht weg. Vor allem, wenn man hier so rumläuft und so, dann geht man da nicht rein und checkt das. Ne, müssen wir im Auge halten. So. Jetzt kaufen wir die Big Eggs. Eine schöne Big Eggs. Oh, Toplane ist einer. Da gehen wir... Ah, noch, gib mir noch ein bisschen AP. Da gehen wir mal... Okay, wir müssen wir gegen Kayle fighten, wenn wir sie fighten. Wenn ich sie ulte, ultet sie. Die Frage ist, wie lange hält ihr ult? Wahrscheinlich länger als mein Dings... Also wenn ich... meins braucht 3 Sekunden. Naja, ich würde sagen, wir probieren es einfach. Für die Wissenschaft. Vielleicht kriegen wir sie auch ohne das. Ich glaube, die Antwort ist nein. Nein! Oh, das nein, nicht dieses nein. Oh, okay, ja, nee, okay, das war dumm. Das war Maximus Dummus. Ja, Leute, ich meine, ich... Ja, also, ja, aber jetzt... Das war für die Wissenschaft. Jetzt wissen wir es. Weil Wissen, Wissenschaft. Oder weil Wissenschaft, Wissenschaft. Oder schafft Wissen, Wissenschaft. Naja, jetzt haben wir es geschafft, zu wissen. So, Leute, hier unten ist ein Gegner. Achtung, Danger. Okay, deren Botlane ist... Was ist hier eigentlich los? Wir müssen Toplane töten und Midlane töten. Die beiden. Die anderen alle sind am Inten. Botlane ist komplett raus. Leute, okay. Runde 2. Also, das Problem ist, ich krieg sie, glaube ich, nicht in ihre Ultimate. Also doch, könnte ich. Ich muss nur mein Zeug treffen. Wenn ich mein Zeug treffe, kriege ich sie in Ultimate. Das muss mein Goal sein. Und wenn sie ultet, ulte ich. So ungefähr. Das wäre der Best Case. Das Problem ist, sie macht mehr Damage als ich. Und ich weiß nicht, ob mein Damage reicht. Das müssen wir raus. Also, nur wenn ich treffe. Wenn ich nicht treffe, dann nicht. Also,
wäre es doch gut, einfach die Spells zu treffen. Lass uns doch einfach die Spells treffen. So, wir pushen jetzt Toplane. Ich will den Fight mit Kayle. Das Problem ist, sie wird jetzt Rageblade oder sowas haben. Dadurch hat sie noch mehr Damage. Und ich brauche den Draktarblade Proc, den ich aktuell nicht hätte. Weil mich jeder sieht. Das heißt... Die wird jetzt auf jeden Fall kommen. Wir müssen hier in den Busch, aber ich glaube, ich schaffe das nicht mehr zeitlich, oder? Ja, doch. Okay. Blue Buff ist auch da. Den könnten wir uns gönnen. Blue Buff gibt mehr Energie. Oh. Okay. Wir probieren es, Leute. Wissenschaft versucht 2. Wissenschaft! Hat die keine Ult oder was? Die hat doch Ult, oder nicht? Die hatte Ult, glaube ich. Oh nein, 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 nein. Okay, ja, also Wissenschaft hat geschafft, aber... ja, hatte die keine Ult oder was? Die hatte bestimmt... Ich glaube, die hatte Ult. Die hat halt ihre Ult für meine Ult aufgespart. Sie hat die Ult aufgespart für meine Ult, aber ich habe nicht geultet, sie konnte nicht ulten. Aber, ja, Annie hat gedingst. Oh, Annie, ey. Annie ist halt einfach und einfach. So beschreibt man Annie. Einfach und einfach. Nicht gut und günstig, sondern einfach und einfach. E und E. Ja, Leute. Mit dem E und E-Siegel ausgestattet. Vielleicht muss ich mal wieder Böller Annie spielen. Ich meine, Annie böllert immer. Ja, Ryla ist Annie. Warum spielt man Ryla ist Annie? Das ist Full Tank Annie. Wie viel HP hat die denn? Rüstung, HP, HP, nochmal HP. Und hier, keine Ahnung, wahrscheinlich auch irgendwas. Die hat... Ich sag, die hat 2700. Okay, 2100, fast. Ganz knapp. Ich meine, okay, vielleicht fehlen noch ein paar Levels. Gut. Ich komme, Leute, ich bin unterwegs. Bin unterwegs. Wir haben jetzt Edge of Night, das ist nett. Das ist nett, das heißt, Annie kann mich nicht immer direkt stunnen. Ich glaube, sie wird mich trotzdem stunnen, weil sie das vorher mit irgendwas wegmacht, aber gucken wir mal. Sehen wir mal. Das Problem ist, dass mein Team throwt. Mein Team is about to throw. Vor allem ist hier niemand low. Leute... Aber der hat bestimmt kein Ultimate mehr, oder? Batz! Da ist noch ein Käsekaiser. Batz! Batz! Na, immer schön den, der den Support, AD-Carry supporten will, töten. Dann muss der das Zeug auf sich selber. Das heißt, wenn Zillion da ist, wenn ein Zillion da ist, immer schön, ne, nicht den AD-Carry, sondern erstmal Zillion und dann ultet er sich selber und dann den AD-Carry. Merkt es euch, Leute. Merken, aufschreiben, 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 ist prüfungsrelevant, wird abgefragt. Okay, Baron ist da. Kayle, der Käse-Kayle lebt noch. Wir haben noch 14 Sekunden auf Aldi-Mate. Lass mal das Ding hier machen. Was kaufen wir jetzt? Ich glaube, wir kaufen Sanguine Blade, weil ich eh die ganze Zeit alleine am Steppen bin. Ein schönes Sanguine Blade. Ich glaube, das reicht nicht um. Das wird nicht reichen. Ha! Batz! Komm. Wieso hat mein Klon das nicht gemacht? Ist das... War der zu weit weg, oder was? Ist das so? Ich dachte, das wäre egal für die Q. Ich dachte, der macht das egal wo. Der hätte das machen können. Ich habe dafür... Warum hat der das nicht gemacht? Ah, Sacramento. Sacramento. Vielleicht könnten wir, wenn... Ah, shit. Hat sie mich gesehen? Könnte wahrscheinlich... Nee, das Wort war ja sofort... War es sofort deaktiviert oder hat sie es gesehen? Ist gefährlich, aber wir haben ja Vision hier und da. Der Käse-Kale ist da. Das ist leider ein Ward. Hier ist auch ein Ward. Aber das sieht mich, dass eigentlich, wenn ich direkt da drauf stehe. Weil das hat ja Self-Vision, oder nicht? Ich glaube ja, aber ich weiß es auch nicht genau. Oh, da ist Lülü wieder. Lülü? Lülü? Oh, die ist ja richtig retarded. Okay, let me go, let me go, let me go, 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 let me go, let me go, let me go. Oh, oh, okay, ja, vielleicht bin ich retarded. Ja, ich akzeptiere. Ich akzeptiere. Ich bin retarded. Was für why? Was für why? Du stehst 3-3-3. Du könntest auch mal mehr machen. Dann wäre das Game auch schon vorbei. Was für why? So, wir haben 20% CDR. Ich denke, wir kaufen noch Black Cleaver. Dann haben wir 40er. CDR ist nämlich immer geil. Ich liebe CDR. Ich bin Tobi CDR. Ansonsten, ja, welche Items... Ist denn? Ich weiß gar nicht, was so der Trend gerade ist. Ja, wir müssen echt aufpassen, weil Kayle rastet aus. Das Ding ist, die Lulus Positioning ist so unglaublich schlecht, dass man da einfach engagen muss. Aber, ja, tötet sie, hat kein Ultimate mehr. Tötet sie! Ja, aber die Kayle hat irgendein goldenes Schild, oder habe ich das falsch gesehen? Irgendwas hat sie geschildert, oder nicht? Aber das war nicht ihre Ultimate, glaube ich. Weil das war, nachdem das war, oder? Kann denn irgendwer schilden?
in Gold. Chen kann das, aber der ist nicht dabei. Chens Schild sieht, also wenn mit so einem Skin sieht das immer aus, als würde der, als wäre so eine Kale-Ult oder sowas. So ein goldenes Schild sieht aus, als wäre es hier unsterblich. Ist ein bisschen schlecht gemacht, wenn ich ehrlich bin. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Das ist von Gold-Chen oder so. Ein schönes Gold-Chen. Gut, was können wir machen? Wir könnten zum Team gehen. Ace! Ace! Ich komme, bin unterwegs. Autsch, gegen die Wand. Komme. Wir haben jetzt keine Ultimates mehr. Das heißt, wir können sofort engage. Theoretisch haben die keine Ultimates. Wir holen uns direkt jemand. Komm. Ich bin Shadow. Ich bin Assassin. Ich bin Zed. Aber du. Das reicht, oder? Betz. Oh, doch. Hat gebetzt. Da war noch Electrocute. Schön reingebetzt. Schön. Ist zwar nur Lulu, aber Lulu ist Lulu. Ist für 11 tot. Ihr Positioning ist minus 1000. Minus 1000. Ja, das ist nicht smart, Leute. Von Rakan gewesen. Wir hätten, glaube ich, auch Baruni 5 machen können. Baruni 5. Wir haben gleich wieder Ultimate. Warum? Wegen Cooldown Reduction. Oh, nein. Oh, Mann. Ey, Leute. Ich habe da nicht hingeklickt. Also, vielleicht habe ich da hingeklickt, aber ich wollte da nicht hinklicken. Das war nicht meine... Das sah richtig dumm aus und das war dumm. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur Qn und dann nach oben laufen. Komm schon, ihr schafft das. Die werden... All men will die. Du schaffst das. Du willst sterben. Du schaffst das. Du wirst sterben. Du wirst auch sterben. Hey, du bist Kalista. Mach mal was. Oh, Mann. Alle werden sterben. Oh, Mann. Okay, ich glaube, wir split pushen. Das wollte ich nicht irgendwie Sanguine Blade wollte ich kaufen. Oh, Mann. Komm schon, mach. Ach, das Schild hält noch nach dem Runterfallen. Das ist das. Ich dachte, das würde gleichzeitig weggehen. Sobald die runtergehen, ist das Schild auch weg, dachte ich. Aber das hält danach noch. Ja, we are gonna lose. Ja, wir sind about to going lose. Das war mein Fehler, muss ich zugestehen, aber auch Rakans Fehler. Wir beide waren jetzt in der Schuld der Schuldigen. Passt auf, Leute. Guys, here is the call. I go bot. And when they come bot to defend, you go Baron. Let's go for this. Nani? Got it? Ich weiß nicht, ob die es geguardet haben, weil sie hier reinschreit. You are bad set. Shut up, group. Okay, gut, klar. Sind wir nicht alle gleich bad? Ich meine, wenn jemand, der in derselben Elo ist, dem anderen sagt, dass er bad ist. Ich meine, ja, ich bin bad, aber genauso bad wie du. Wir sind alle bad. Wir sind alle im selben bad. Also, ne, ich mach das jetzt einfach. So, das Ding ist, die sind bad, weil die dürfen das jetzt noch nicht mal. Die müssen warten. Wait till they come bot. Na, das Ding ist, wenn jetzt Kalebot kommt, sie hat Teleport und nicht weit. Und Annie hat auch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich sie killen kann. Vielleicht hat sie auch keinen Teleport. Kale ist in der Mitte. Vielleicht kann ich auch schnell den. Jetzt könnten sie about. So, zwei sind in der Mitte. Na, jetzt machen wir Multidruck. Bisschen Druck in der Mitte. Das Ding ist. Das reicht nicht. Doch! Bam! Betsy! Schön reingebetzied! Jetzt müssen sie nur gucken, dass sie könnten auch delayen. Sie könnten den Baron abbrechen. Ja, sie müssen jetzt rein theoretisch den Battle da oben gewinnen. Müssten sie. Machen sie aber nicht. Und, Leute. Ich meine, das war drei. Die waren zu dritt, die Gegner. Drei Gegner. Ich habe mein Bestes versucht und gemacht. Wir brauchen auf jeden Fall Sanguine Blade. Das wäre besser gewesen. Na. Ich könnte denen jetzt sagen, ja, Leute. Kalista, you bet. Ihr habt 3 gegen 4 verloren. Ne, 4 gegen 3, so rum, aber mache ich nicht. So einer bin ich nicht, Leute. Aber war natürlich nicht geil, müssen wir ehrlich sagen. War nicht geil. Gut. Das Ding hier, Exos, hat es auch nicht geil. So, wir haben jetzt super viel CD, wir können es nonstop ulten. Ich glaube, Sanguine Blade wäre trotzdem die bessere Entscheidung gewesen, aber ist jetzt halt irgendwie untergegangen. Können wir immer noch bauen. So, wir machen mal den hier an. Vielleicht können wir jemanden catchen, damit wir Elder machen können. Wir haben immerhin alle Drachen. Erde. Guck mal hier. Guck mal hier. Was ist das? Redemption? Das war doch schon mal. Jetzt haben wir einen guten Die Lulu Positioning 1000. Vielleicht können wir den Käsekaiser auch noch holen, aber ich will jetzt nicht sterben. Wenn ich jetzt sterbe, dann gebe ich alles weg. Ich bleibe aber trotzdem hier, weil die werden gleich alle hier sein und dann kann ich darüber steppen. Vielleicht kommt auch einer hier unten lang. Oder ich steppe in die Base. Ja, wir bleiben mal hier so ein bisschen. Die werden gleich alle hier sein. Okay, Annie ist schon oben. Ich glaube, ich kann hier hin. Okay. Ist nicht schlecht. Wir können jetzt genau in den Rücken reinböllern. Okay. War komplett kacke, aber warum laufen alle weg?
Gute, komm, rackern, rackern, rackern. Das wird nichts, wir werden alle sterben. All men will die. Okay, das, was ich gemacht habe, war bad, gebe ich zu. Aber es war nur halb bad. Das Ding ist, sie hätten auch nicht wegrennen sollen, sondern fight. Ah, ja, in der Zeit ist nice dead, dies, das, aber Leute. Vielleicht bin ich ein bisschen zu früh rein, gebe ich zu. Es war möglicherweise etwas zu früh, aber. Na, sie hätten auch fighten können. Hätten sie gefightet, wäre ich 100% in deren Rücken gewesen. Ne? So, wir müssen das für uns selber machen. Wir müssen die Leute muten, weil ich will das Spiel immer noch gewinnen. Es ist super hart, aber wir müssen es versuchen. Es ist turbo, turbo hard. Wir haben halt, es ist eigentlich nur Kayle und ihre Ultimate. Kayle carried das alleine. Okay, wir haben noch alt Lulu mit ihrer Ult. So, Sanguinblade, will ich das machen? Hm, vielleicht, weiß ich nicht. Wir haben gerade eh noch kein Geld. Wie können wir gewinnen? Ich könnte Top-Lane-Split pushen. Das Problem ist, die haben Baron und Elder Drake. Das heißt, wenn ich jetzt Top-Lane pushe, werden die einfach... Die waren sogar zu viert, oder nicht? Wie konnten wir das verlieren? Ich glaube, Kallister war nicht da. Kann das sein? Vielleicht kann ich wieder... Oh, shit. Vielleicht, ich fette sie... Mann, nee, ich glaube, die killt mich instant, ganz ehrlich. Ich glaube, gegen die habe ich. Ich brauche Lifesteal oder so, sonst ballert die mich instant um. Ja, Leute. Leute, 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 Leute. Okay, das war's. Schade. Achso, sie hatte auch Elder Drake, stimmt. Na, deswegen wäre es auch nicht gut gewesen. Ja, Leute. Ich glaube, das Problem ist, dass Vi viel zu damage-lastig gebaut hat. Wir haben genug Damage, würde ich behaupten. Wir haben aber nicht genug Tanks. Weil jeder Tank Damage baut. Das ist das Problem gerade. Er ist sehr damage-lastig und Vi ist auch Turbo-Damage. Wir haben keinen Tank, obwohl wir Tanks haben. Hast du keinen Tank, hast du keinen Tank. Ich kann dir nichts machen, glaube ich. Nee, sind alle zu lange tot, das war's. Ich kann jetzt nochmal reingehen und sterben, aber... Mit Darius vielleicht, aber Darius steht oben. Naja, das war's. Ich töte nochmal jemanden. Die Kayle müssen wir machen. Ja, schade! Schade! Okay, das Ding ist, vielleicht habe ich's... Also, wir machen mal eine Quick-Analyse. Ein Quick-Rundown. Woran hat's hier liegen? Quick Rundown. Punkt Nummer 1. Mit den Tanks. Die Tanks haben nicht Tank gebaut. Wir hatten genug Damage. Wir hatten eine fette Kalista und wir hatten einen fetten Zed. Da haben wir genug Damage. Vor allem Kalista macht ja ADK-mäßig, ne, auch Sustain Damage. Ich mach Burst Damage. Reicht. Reicht, um das Spiel zu gewinnen. Wir skippen mal hier rüber und gucken uns das hier an. Punkt Nummer 2. Wir können ja auch, glaube ich, echt niemanden honoren. Punkt, minus 13 aber nur. Punkt Nummer 2. Kallister hat dafür, dass sie so viel Kills hatte, überhaupt keinen Schaden gemacht. Punkt Nummer 3. Ich habe gegen Kayle, ich habe ihr einen Kill gegeben. Und als Assassin sollte man niemals sterben. Ich bin oben, ich weiß nicht, vielleicht habe ich hier sogar 2 Kills gegeben. Man sollte als Assassin niemals sterben. Klar, es war für die Wissenschaft und Wissenschaft. Aber es war nicht gut, es war dumm. Und... Ich bin auch generell hier und da gestorben, ne? Ich bin dann einmal noch da beim Blue Buff gestorben. Man sollte als Assassin so... Jeder Tod heißt, der Gegner gewinnt. Also, auch ich habe hier viele Missplays gemacht. Mein Team hat dann natürlich dann am Ende diesen Fight irgendwie verloren, obwohl ich in der Base... Ne, wir haben... Ja, also es waren viele Fehler. Dass ich da ja Fehler war, ist einfach gesagt, aber dafür, dass man 13 Kills hat und nur 23k Damage gemacht hat... Das Ding ist aber auch, warum hat sie so wenig Damage gemacht? Weil wir keine Tanks hatten. Wir hatten niemanden, der, um sie jetzt in Schutz zu nehmen, wir hatten niemanden, der vorne tankt, so richtig. Und deswegen kann sie nicht fighten, weil alle sofort tot sind. Darius hat 11.000 Schaden gemacht mit seinem Bild, weil der einfach immer sofort tot war. Der hat kaum mehr Damage gemacht als Rakan, ne? Deswegen baut lieber Damage nicht, sondern Tank. Naja, jetzt schreibt natürlich hier alle so Zed und so, ne, needs to get, gets banned. Guck mal, er hat 12 Kills und hat... kaum Damage gemacht, dafür ist er 12. Aber auf der Elo flamet jeder jeden, da muss man einfach drüber stehen, Leute. Ihr müsst, wenn euch jemand flamet, seid stark. Ne? Ich habe sie gemutet, ich habe nicht mit ihr diskutiert, sondern einfach weitergespielt. Aber ich akzeptiere, dass ich hier auch gethrowt habe. Das ist das Fazit. Ist ein gutes Fazit, denke ich. Und ja, schön. Es ist ein Lose, ist aber nicht schlimm. Es war außerdem verfluchter Account, was haben wir erwartet, ganz ehrlich, wovon sind wir ausgegangen? Ich bin davon ausgegangen, dass wir verlieren, also, ne, verfluchter Account, lose, passt. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ich danke euch fürs Zusehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr alles, was ihr so seid. Auf Wiedersehen und tschüss, later.